Probleme mit dem Passspiel? Kein Problem, ich helfe dir. Ich würde behaupten, Passspiel ist anspruchsvoller denn je in FIFA. Und wirklich viele Leute tun sich schwer, einen vernünftigen Spielaufbau zusammenzubekommen, beziehungsweise die Passquote über 70 oder 80% zu halten. Viele versuchen die Pässe noch wie in FIFA 21 zu spielen, aber das Ganze funktioniert in 22 leider nicht. Ich zeige dir heute detailliert, wann du welchen Pass spielen musst, welches Timing du brauchst, auf was du achten musst bei der Auswahl der Form des Passes und wie du letzten Endes viel weniger Fehlpässe machst. Wenn du in Zukunft keine Tutorials mehr verpassen möchtest, kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um wirklich nichts zu verpassen. Und eine Kritik in den Kommentaren würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen, die nächsten Videos für euch noch besser zu gestalten. Daumen nach oben steigert die Reichweite vom Video. Also lasst uns die Daumen sprengen, um viel mehr Leuten zu helfen, die aktuell Probleme mit dem Passspiel haben. Fangen wir direkt an. Ich werde euch nur ganz kurz erklären, welche Tasten wir brauchen. Und dann werden wir schon in die Spielsituation reingehen, wo ich euch dann in der Praxis zeige, wie und wann ich die Pässe spiele. Für dieses Tutorial benötigt ihr eigentlich nur zwei Tasten. Einmal die X-Taste, also die Pass-Taste. Einmal die R1 und die X-Taste, also den druckvollen Pass. Mehr brauchen wir nicht. Den normalen Pass und den druckvollen Pass. Die Kunst liegt jetzt darin, genau zu wissen, in welcher Situation man den normalen Pass benutzt und wann man den R1X-Pass benutzt. Ich zum Beispiel benutze um die 70 bis 75% nur die druckvollen Pässe. Heißt aber nicht, dass ich die normalen Pässe auch nicht nutze. Bedeutet, dass ich trotzdem um die 25% mit der normalen X-Taste passe. Wichtig für uns ist es jetzt herauszufinden, wann und wo ich welche Tasten nutze. Ihr müsst verstehen, dieses Jahr ist der druckvolle Pass, also der R1X-Pass, so wichtig wie noch nie zuvor. Die normalen Pässe kommen einfach nicht mehr so gut an, vor allem über längere Distanzen, beziehungsweise wo viele Füße dazwischen sind. Da müssen wir unbedingt mit der R1X-Taste arbeiten. Ich zeige euch jetzt aber in der Praxis, wie das Ganze aussieht. Übrigens streame ich jeden Tag auf Twitch. Wer noch Fragen haben sollte, kann mir seine Fragen auf Twitch stellen. Link ist in der Beschreibung. So, Freunde, grundsätzlich habe ich zwei Daumenregeln für euch, die ihr grob beachten solltet. Zunächst einmal, jeder Pass, der länger als, sagen wir mal 10 Meter gehen soll, also wenn jetzt Skriniar den Ball hätte, den spielen wir mit einem Druckpass. Das heißt, alles, was länger als 10 Meter ist, wird mit einem Druckpass gespielt. Hier, hier und so weiter und so fort. Alle Pässe, die vielleicht um die 5 Meter sind, 5 bis 6 Meter, die in unserem Radius sind, die wir kurz spielen können, die könnt ihr mit einem normalen X-Pass spielen. Was aber nicht bedeutet, dass ihr diese kurzen 5 Meter Pässe auch nicht mit einem R1-X-Pass spielen könnt. Die Kontrolle ist ein bisschen schwieriger, deshalb würde ich auch hier empfehlen, bei kurzen Distanzen wirklich einen normalen X-Pass zu spielen. Wenn ihr wie hier ein Szenario habt, wo es ein 10 Meter Pass ist, aber der Mitspieler wirklich niemanden in seinem Radius hat, der den Ball abfangen kann, dann könnt ihr auch hier mal einen normalen X-Pass spielen. Mache ich zum Beispiel nicht. Ich spiele, auch wenn sein Radius frei ist, den R1-X-Pass. Erstens, die Pässe kommen schneller. Ihr könnt einen schnelleren Aufbau machen. Und zweitens, ihr seid euch sicher, dass der Ball auch ankommt und kein Fuß dazwischen kommt. Die zweite wichtige Sache ist, wenn ihr die gegnerischen Sechser überbrücken wollt, einmal hier und einmal hier, oder die gegnerische Offensivlinie, der Gegner spielt hier in dem Fall mit einer 4-2-3-1. Also wenn wir davon ausgehen, dass er der ballführende Spieler ist und jedes Mal, wenn ihr eine gegnerische Linie überspielen wollt, einmal hier und einmal hier, heißt, ihr wollt mit dem Pass hier reinkommen oder ihr wollt aus diesem Raum zack weiter in den nächsten Raum kommen, um diese Spieler hier zu überspielen oder diese Spieler hier zu überspielen, dann empfehle ich euch dringend die R1X-Taste. Der nächste wichtige Punkt ist, ihr müsst wirklich gucken, hat mein Passempfänger jemanden in seinem Radius oder nicht. Nehmen wir mal an, Hernandez ist unser Passempfänger. Hat er jemanden in seiner unmittelbaren Nähe? Können den Radius hier sogar noch ein bisschen größer ziehen. Hat er jemanden in diesem Radius? Ja oder nein? Wenn nein, könnt ihr einen normalen X-Pass spielen. Wenn sich hier jemand in diesem Kreis rumlugert, dann spielt einen R1X-Pass. Ich lasse euch mal die nächste Szene durchlaufen. Hier beispielsweise habe ich einen Pass, der länger als 10 Meter geht. Zack, spiele ich meinen R1X-Pass. Könnt ihr hier oben sehen. R1X und Abfahrt. Bam, rüber. So, meine nächste Station ist jetzt Tonali, also mein Sechser. Ich möchte hier die gegnerischen Stürmer überwinden. Bedeutet, das ist ein 10 Meter Pass. Das ist schon mal ein Zeichen für R1X. Und der Kollege hat in seinem Radius, ja, fast in seinem Radius den Spieler hier drin. Und der Spieler könnte, wenn der Gegner ihn schnell hier reinlenkt, auch in den Radius reinkommen, sodass ein normaler X-Pass abgefangen wird. Bedeutet, ich spiele hier wieder den R1X-Pass und gehe die Nummer sicher, sodass der Ball nicht abgefangen werden kann. Und zack. Ihr seht, meine Entscheidung war richtig. Er ist jetzt in dem Radius drin. Spiele ich hier einen normalen X-Pass, wird dieser Ball von ihm abgefangen. Spiele ich einen R1X-Pass, kann er diesen Ball nicht abfangen. Zack. Annahme. Kleiner Tipp hierbei, nehmt den Ball immer so an, dass euer Körper zwischen Ball und Gegner ist, damit ihr den Ball nicht verliert. Viele machen immer den Fehler, sie drehen sich in diese Richtung hier auf und dann ist der Ball immer relativ schnell weg. So, wir drehen uns jetzt auf und ich habe jetzt zwei Optionen, um die gegnerische Linie zu überspielen.
einmal diesen Pass hier und einmal diesen Pass hier. Ich habe euch ja gerade erklärt, mein Ziel ist es immer, in diesen Raum hinter die zwei Sechser oder hinter diesen Raum hinter die Offensivlinie vom Gegner zu kommen. In diesem Fall möchte ich in diesen Raum hinter die zwei Sechser vom Gegner kommen, die einmal hier und einmal hier stehen. Und jetzt müssen wir wieder unser Schema durchgehen. Ist das ein 10-Meter-Pass oder ist das ein 5-Meter-Pass? In dem Fall ist der Kollege ein 10-Meter-Pass und der Kollege ein 10-Meter-Pass. Da können wir direkt mal den normalen X-Pass ausschließen. Außerdem hat er in dem Radius den Pogba hier drin, können wir den normalen X-Pass auch wieder ausschließen. Bei ihm steht auch einer im Raum, aber er würde sowieso nur mit einem R1 X-Pass gehen, weil die Distanz wirklich sehr, sehr lang ist. Bei solchen Pässen braucht ihr gar keinen normalen X-Pass ansetzen. Gucken wir uns mal an, was passiert ist. Ich hau den R1 X-Pass raus und ihr seht, obwohl der Kollege Pogba hier im Weg steht, kann er den Ball nicht abfangen. Und zack, Ball angekommen und ich kann weiter angreifen. Und jetzt könnt ihr wunderschön hier sehen, boom, ich stehe genau in dem Raum, wo ich stehen wollte. Die gegnerischen Sechser wurden überspielt. Ich habe einen wunderschönen Spielaufbau gehabt und es läuft 4 gegen 4. Nächste Situation, ich bin hier ein bisschen im Bedrängnis. 3 gegen 1. Ich könnte natürlich versuchen, diesen Pass hier zu spielen. Aber erstens, in seinem Radius sind viele Spieler drin und in meinem Radius sind viele Spieler drin. Ich könnte es vermutlich mit einem R1-X-Pass tatsächlich schaffen, ihn anzuspielen. Ist mir dennoch ein bisschen zu gefährlich, auch mit einem R1-X-Pass. Ich will hier auflösen, ich will hier auf meinen Tomori spielen. Ich habe einen Fuß dazwischen, hier ist ein Fuß dazwischen, der hier reinlaufen kann. Er kann hier reinlaufen. Deswegen entscheide ich mich hier ganz klar für einen R1-X-Pass und zack, ohne Risiko ist der Ball angekommen. So, gucken wir weiter. Wir haben hier Spielaufbau. Ich spiele den Pass hier auf Barella. Könnte ich mit einem normalen X-Pass machen? Ja, er hat niemanden in seinem Radius drin, der den Ball abfangen kann. Aber als Entscheidungsfindung für euch, 10-Meter-Pass kann man immer mit einem R1 X-Pass spielen. Dieser Spieler hat genug Zeit, den Ball anzunehmen und zu verwerten. Außerdem kommt der Ball ein bisschen schneller. Wir haben Option, uns aufzudrehen, weil noch kein Spieler hier rausgerückt ist, um uns zu verteidigen. Bedeutet, ich knall hier den R1 X-Pass hin, er nimmt den an und ihr seht, ich könnte mich hier aufdrehen und direkt den nächsten R1 X-Pass hier reinspielen. Ich habe die Option hier rauszuspielen, also ich kann viele, viele verschiedene Möglichkeiten nutzen. In dem Fall spiele ich den nächstmöglichen Spieler an. So, das ist jetzt ein normaler X-Pass. Könnt ihr hier oben sehen. Normaler X-Pass ohne die R1 X-Taste. Sind 5 Meter. Ich bin mir relativ sicher, er ist zwar in seinem Radius drin in der Nähe, aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich den Pass auf seinen rechten Fuß spiele, in dem Fall zeige ich meinen Stick so, drücke ganz kurz X, dass er ihn hier auf den rechten Fuß anspielt, dann kann ich mich hier mit Tonali in diese Richtung aufdrehen und eventuell diesen Pass spielen. Das ist meine Intention und da kann man auch mal einen X-Pass spielen. Und genau das mache ich hier auch. Zack, Körpertäuschung und jetzt kann ich wieder meinen 10-Meter-Pass hier spielen und habe die gegnerischen 2 Sechser wieder überspielt. Boom, Annahme. Ich lasse jetzt hier meinen Son laufen, Doppeldreieckpass und der kann es leider nicht verwerten. Nächste Situation, jetzt haben wir wieder eine lange Distanz, entweder hier oder hier. Ich merke hier, der gegnerische Spieler läuft an. Das schmeckt mir natürlich nicht. Deswegen spiele ich mit hier R1X, damit die Bälle nicht abgefangen werden. In dem Fall bekommt mein Mané den Ball. Der dreht sich hier auf. Ja, Spielaufbau. Auch hier spiele ich mit einem R1X-Pass diesen Ball. Erstens, es sind 10 Meter. Zweitens, jemand läuft hier in den Radius. Ist das ein normaler X-Pass, wird der abgefangen. Deshalb, boom, nach vorne damit und ihr seht, keine Möglichkeit zum Abfangen. Ich habe wieder die gegnerische Stürmerlinie oder die Offensivlinie überspielt. Kann man hier wunderschön sehen. Auch hier spiele ich einen R1 X-Pass, Freunde. Zack, da ist ein Fuß dazwischen. Das sind 10 Meter. Jemand steht in seinem Radius drin. Alles Signale dafür, um einen R1 X-Pass zu nutzen. Boom, kann er nicht abfangen. Auch in der Situation, Freunde, vor allem, das ist ein kleiner Tipp an euch, vor allem, wenn ihr hier außen steht, mit euren Spielern. Versucht wirklich hier aus den Flügelpositionen die Stürmer immer mit R1 X anzuspielen. Sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Hier hätte ich wahrscheinlich auch einen normalen X-Pass spielen können. Wäre aber auch tatsächlich ein bisschen zu riskant, weil hier Kevin De Bruyne schon in den Mann reinläuft. Jetzt hat zwar Mané keinen im Radius, aber dafür hat Walker einen im Radius, der den Pass abfangen kann. Bedeutet für mich, ich hau hier wieder einen R1 X-Pass rein und der Gegner kann ihn nicht unterbinden. Den Ball lasse ich mit einer normalen X-Taste bzw. mit der L1 X-Taste abprallen, weil erstens ist ein 5-Meter-Pass, zack, niemand befindet sich hier in unserem Radius, der den Ball abfangen kann. Deswegen kann ich auch mal einen normalen flachen Pass spielen. So, Dreieckpass in den Lauf spiele ich immer ohne R1. Viele spielen es auch mit R1. Ich finde, die kommen dann immer einen Tick zu stark und ich habe dann nicht mehr die Kontrolle, immer in die Mitte zu ziehen. Bedeutet, ich spiele sie immer gerne nur mit Dreieck, wie in diesem Fall hier. Und dann kann ich das Ganze auch
ausspielen, so wie hier in der Situation. Hätte ich hier jetzt mit R1 Strike gespielt, wäre ich hier irgendwo gelandet und hätte die Option gar nicht mehr gehabt, hier reinzulaufen und zu schießen. Und die will ich mir halt immer nehmen. Von daher will ich die Pässe immer mit Dreieck. Auch hier könnt ihr sehen, normaler X-Pass, keiner stört uns, 5 Meter Abstand, keiner ist in seinem direkten Radius, keiner ist in meinem direkten Radius, sodass er den Pass abfangen kann. Deshalb können wir hier auch mal mit einem normalen X-Pass spielen. Auch hier diese 5 Meter Pässe, wo wir uns wirklich sicher sind, dass keiner diesen Pass abfangen kann, die könnt ihr ruhig mal mit X spielen, damit eure Spieler die auch ein bisschen besser kontrollieren können. Und wenn ihr dann nach vorne wollt, ja, ich mach's mal in einer anderen Farbe. Wenn ihr dann nach vorne wollt, hier in diesen Raum, in diesem Raum, in diesen Raum, vielleicht sogar in diesen Raum oder hier in diesen Raum, dann könnt ihr wieder mit den R1X-Pässen arbeiten und euch kann keiner stören oder den Ball abfangen. So kann man hier sehr, sehr deutlich sehen. Die hundertprozentigen hin und her und sobald ich merke, der Raum ist frei, boom, kommt wieder unser R1X-Pass. Könnt ihr hier ganz, ganz gut sehen. Puff, einmal hier und einmal hier. Ja, haben wir wieder den Raum überspielt, können dann wieder unsere Kombination hier auspacken und dann sieht die ganze Welt wieder sehr, sehr gut aus. Ja, können wir nicht nach vorne spielen, dann geht es einfach nochmal in den Aufbau. Ich gucke, wo sind die 5 Meter Bälle, wo sind die 10 Meter Bälle und dementsprechend entscheide ich mich auch. So, hier haben wir einen Ballgewinn und ich entscheide mich hier zum Beispiel, obwohl das gar nicht so eine lange Distanz ist, entscheide ich mich hier trotzdem für den R1 und X-Pass, weil er einfach jemanden im Rücken hat, der da vorlaufen kann und den Ball abfangen kann. Deshalb, sicher ist sicher, R1 X-Pass, er nimmt ihn an und jetzt kann ich den nächsten R1 X-Pass spielen, ohne lange überlegen zu müssen. Spiele ich diesen Pass mit der normalen X-Taste, dann verhungert der Ball, dann kann er vielleicht reinlaufen, er kann hier drücken und eventuell pressen. Von daher überlegt er gar nicht lang, spielt ihn mit R1 X, ihr könnt hier weiter kombinieren. Jetzt habe ich hier einen hundertprozentigen Pass, den ich mit der normalen X-Taste spielen kann, habe 2 Spieler auf mich gezogen. Boom. Und jetzt, hier kann ich jetzt wieder mit der normalen X-Taste spielen, könnte aber auch mit der R1 X-Taste spielen. Also das ist ein Risky-Pass, den ich jetzt auf mich aufgenommen habe. Er hat in dem Fall funktioniert. Ihr seht, wäre sogar fast abgefangen worden. Könnte man auch mit einem R1 X-Pass spielen. Und dann spiele ich hier wunderschön den Konter aus. Diese Pässe habe ich hier gemeint. In diesen Raum braucht ihr gar nicht mit der Dreieck-Taste oder braucht ihr nicht diesen Pass hier spielen oder sonst was. Knallt die Bälle wirklich mit R1 X hier an den Mann ran und ihr werdet sehen, wie effektiv die sind. Letzte Szene für heute. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich selber schon so einschätzen, wann R1 X-Pass, wann X-Pass. Nach diesem kleinen Tutorial-Video habt ihr wahrscheinlich schon den Blick dafür entwickelt. Ich weiß, ihr wollt das jetzt gleich auch selber üben. Aber hier nochmal eine Szene für euch. Zack, 10 Meter Pass. Überlege ich gar nicht, ist das ein normaler X-Pass oder ist das ein R1 X-Pass? Rein damit. R1 X, boom, R1 X. Guck mal, er läuft schon hier rein, könnte den Ball abfangen. Wollen wir alles nicht. R1 X und dann kann ich hier mit der normalen Dreiecktaste oder mit der Doppeldreiecktaste den Ball hier reinschicken und dann muss ich ihn eigentlich nur noch Joe Cole reinmachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Für mehr Tutorials vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Üben. Tschüss!